Bei einem Skirennen eine Medaille oder einen schönen Pokal zu gewinnen, davon träumen viele Skisportbegeisterte. In Zauchensee auf der Damen-Weltcup-Strecke bzw. auf einem Teil davon geht dieser Traum für einige Kinder zwischen 7 und 13 Jahren bei der Kids Trophy in Erfüllung. Wir haben heuer die 15. Kids Trophy hier in Zauchensee und heuer haben wir 752 Teilnehmer am ersten Tag. Am zweiten Tag sind wir wahrscheinlich ein bisschen mehr, 760 ungefähr. Neben etwas Mut und Selbstvertrauen braucht man auch gut gewartetes Material. Dafür sind meist die Eltern zuständig oder wie hier in Zauchensee ein professioneller Skiservice. Also meine Eltern haben mich mal mitgenommen zum Skifahren und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich weiterfahren wollte. Dann bin ich in einen Verein gekommen und dann bin ich Rennen gefahren und dann hat mir das voll viel Spaß gemacht und dann habe ich einfach weitergemacht. Finde ich grundsätzlich super, wenn die Eltern das Kind fördern, ist das voll klasse, weil so wird dem Kind die Möglichkeit geboten, alles auszuschöpfen, was man kann. Finde ich super. Voll klasse. Und dann geht es mit viel Mut und Selbstvertrauen an den Start und die gut präparierte Strecke hinunter. Riesentorlauftore und Slalom, also enger gesteckte Riesentorlauftore, aber die waren auch relativ weit auseinander. An der Strecke heute war dieser Vielseitigkeitsbewerb, das heißt, wir haben unterschiedliche Schwungformen gehabt, Slalomtore, Riesentorlauftore, Super-G-Tore. Ja, es waren zwei Steilkurven drinnen, dann zwei Wellen und ein Sprung. Unter den zahlreichen Zuschauern auch einige prominente Skisportexperten. Ja, unglaublich. Also bin jetzt das dritte Jahr da und bin mehr als begeistert, wie viele Kids immer noch skibegeistert sind. Manche sagen, der Skisport stirbt aus. Da hat man definitiv nicht das Gefühl, dass der Skisport ausstirbt. Es ist super lässig, die Kinder da zuzuschauen. Sehr ehrgeizig und von allen Nationen vertreten. Ist ein toller Event. Die Kinder kommen heuer aus 16 Nationen. Deutschland, Holland, Tschechien, Italien, Frankreich, dann aus der Türkei zum Beispiel, Österreich natürlich ist dabei, Ukraine, Russland und so weiter. Auch Profis haben einmal klein angefangen. Bei uns hat es die Kids Trophy noch nicht gegeben. Bei uns damals war ein Fillersprint in Brixen in Südtirol, wo auch so viele Starter waren. Da bin ich ein paar Mal mitgefahren, das war ein Erlebnis und ich glaube auch für die Kinder da ist ein Riesenerlebnis zu fahren. Ja, Skifahren tue ich eigentlich seit ich, weiß nicht, 3-4 Jahren bin. Aber halt dann intensiver, wo ich gesagt habe, okay, Rennfahren ist jetzt mein Ding, war dann im Alter von 10, da bin ich dann in die Skihauptschule in Neustift gegangen. Für manche andere hat das Ganze ein bisschen später angefangen, im Alter von 15 Jahren, wenn dann im Gymnasium oder Handelsschule in Stams oder Saalfelden oder Schladming und so weiter gehst. Bei mir war es Saalfelden und Stams, dadurch, dass ich im Gymnasium nicht der Beste war. Ja, aber grundsätzlich zwischen 10 und 15 entscheidet sich das Ganze. Wie ich angefangen kann, ich habe daheim im Hausfeld mit dem Papa angefangen. Ja, und mit 3 Jahren und dann hat sich das so weiterentwickelt. Das erste Rennen werde ich mit 4 Jahren gefahren sein, Kindergartenrennen und hat sich das schon langsam gesteigert. Ja, ich bin auch Kids Trophy mitgefahren, war in einem anderen Skiclub und da bin ich auch mitgefahren, es war für mich super. Einmal sehen, wie man international steht, wie das ausschaut, gegen Leute aus anderen Nationen fahren, unglaublich. Echt ein Gefühl für ein Kind, als wäre es ein Weltcup. Und welche Tipps haben die Profis für ihre Nachfolger, damit die vielleicht auch einmal einen Weltcup fahren können? Ja, also wenn es Spaß macht und ich sag mal, wenn man ein bisschen ein Talent hat, dann sollte man auf jeden Fall dabei bleiben, weil man die Sache gern tut. Es ist natürlich traumhaft, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Naja, ich glaube, das Wichtigste in dem Alter ist einfach, dass man noch Spaß bei der ganzen Sache hat, weil in späterer Hinsicht wird es dann eh ernst genug. Und natürlich sein Ziel einfach verfolgen, das man hat, und immer versuchen, einen Schritt nach vorne zu machen.
Egal ob Profi oder Anfänger, die Freude über einen Sieg ist immer groß und natürlich gehört auch ein Siegerinterview dazu. Also ich finde es cool, dass ich Erster geworden bin und es bedeutet mir schon viel. Ja, für mich ist eigentlich, ja, für ein Podest ist richtig cool und der Lauf war von mir richtig gut, also ja, hat Spaß. Bin teilweise ein bisschen gespart gewesen, aber ja. Über 100 Freiwillige von den Skiclubs Salzburg und Grödig sowie den Bergbahnen Zauchensee haben bei der 15. Auflage wieder für gute Pistenbedingungen und für ein umfangreiches Rahmenprogramm gesorgt. Kids-Trophy ist ein Wahnsinn. Es ist enorm groß. Es ist mitunter einer, also ich glaube sogar, dass es das größte Kinderskirennen weltweit ist. Aufgezogen perfekt. Und für die Kinder ein super Saisonabschluss. Ja, es ist ein cooles Event. Also da trifft sich die Jugend, sage ich mal, aus ganz Europa und da ist eine coole Veranstaltung. Ja, ich bin immer wieder begeistert. Wir haben hier heute am Start 750 Läufer gehabt auf beiden Laufstrecken und es sind immer wieder sensationelle Läuferinnen und Läuferinnen dabei, die wirklich zeigen, dass für die Zukunft der Skisport, dem muss nicht bange sein, es wird nach wie vor gute Nachwuchsläufer geben, die das Niveau auch dann bis hin zum Weltcup hochhalten werden.